Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Auf der Tagesordnung unserer heutigen Sitzung steht die Abgabe einer Regierungserklärung durch den Bundeskanzler zum Europäischen Rat am 17. und 18. Oktober in Brüssel. Gehört haben wir eine vorgezogene, fast schon verzweifelte Wahlkampfrede eines Bundeskanzlers, der mit dem Rücken zur Wand und den Füßen am Abgrund steht. Herr Bundeskanzler, als Nummer eins auf der Tagesordnung des Europäischen Rates morgen steht die Migrationskrise in Europa. Zu diesem Thema haben Sie in Ihrer fast halbstündigen Regierungserklärung zum Tagesordnungspunkt 1 kein einziges Wort gesagt. Kein einziges Wort gesagt. Stattdessen zu Themen, die rein innenpolitisch motiviert waren und die ganz offensichtlich an Ihre Partei, an Ihre Fraktion gerichtet waren, wo Sie gestern Nachmittag eine Diskussion hatten um die Migrationspolitik, die Sie offensichtlich nur dadurch beenden konnten, dass Sie Ihrer eigenen Fraktion angedroht haben, diese Frage mit der Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag zu verbinden. Und dass das so vehement bestritten wird von Ihnen, meine Damen und Herren von der SPD, ist doch genau der Beweis dafür, dass es stattgefunden hat. Es hat stattgefunden. Und Herr Bundeskanzler, deswegen komme ich zum Tagesordnungspunkt 1 des Europäischen Rates. Sie fahren nach Brüssel mit einer Koalition zu Hause, die noch nicht einmal zu Trippelschritten in der Lage ist, in der Migrationspolitik voranzukommen. Ich gebe Ihnen mal eine Zahl aus Europa. Die Mittelmeerroute, auf dieser Mittelmeerroute sind im Verlauf des Jahres 2024 zwei Drittel weniger Migranten nach Europa gekommen als im Vorjahr. Das hängt unter anderem mit der Politik in Frankreich, in Italien, in Spanien, in einigen anderen Ländern Europas zusammen. Der Migrationsdruck nach Deutschland hält mehr oder weniger unvermindert an. Und wenn Sie es in Relation setzen zu dem, was in anderen Ländern Europas zurückgeht, dann steigt sogar die Zahl noch in Deutschland. Der relative Anteil der illegalen Migration nach Deutschland ist im letzten Jahr mehr geworden im Verhältnis zu anderen Ländern in der Europäischen Union. Und da sprechen Sie nicht ein Wort heute von dieser Stelle zu diesem Thema. Seit 6 Jahren, Herr Bundeskanzler, liegen im Bundesrat die Anträge zur Anerkennung von Marokko, Tunesien und Algerien als sichere Herkunftsländer. Es scheitert seit 6 Jahren nicht an uns, auch nicht an Ihnen. Es scheitert an den Grünen in 8 von 16 Landesregierungen in Deutschland, die bis heute nicht bereit sind, dieses Thema auf die Tagesordnung des Bundesrates zu setzen. Vor lauter Angst davor, dass aus Ihrer Koalition der eine oder andere unseren Anträgen zustimmen könnte, weigern Sie sich mit Ihrer Verfahrensmehrheit am Freitagvormittag die Anträge hier auf die Tagesordnung zur Abstimmung zu stellen, die die Zurückweisung an den deutschen Außengrenzen beinhalten. Herr Bundeskanzler, kein Wort von Ihnen dazu in Ihrer Regierungserklärung. Dafür sprechen Sie dann sehr intensiv über Wettbewerbsfähigkeit und Handelspolitik. Ich bin mit Ihnen einer Meinung, dass die Handelspolitik so geändert werden muss, dass nur noch die wirkliche Handelspolitik und nicht mehr die wirtschaftspolitischen Themen der Mitgliedstaaten dort vereinbart werden. Aber hier im Deutschen Bundestag hat in Ihrer Koalition mit Ihrer Partei und den Grünen es 7 Jahre gedauert, bis der Handelsvertrag mit Kanada überhaupt auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Die Grünen im Europäischen Parlament stimmen bis zum heutigen Tag gegen jede Änderung der Handelspolitik in der Europäischen Union. Das sind doch nicht wir die Adressaten dessen, was Sie hier gesagt haben, sondern es sind die Koalitionspartner Ihrer eigenen Regierung.
Und dann kommen wir mal zur Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Herr Bundeskanzler, Sie haben das hier mit großem Nachdruck vorgetragen. Mit vielem könnte ich mich durchaus einverstanden erklären. Aber der Befund nach 3 Jahren Bundeskanzler Olaf Scholz ist doch ganz einfach der. Nach 3 Jahren sind in Deutschland 300.000 Arbeitsplätze in der Industrie verloren gegangen. Das ist doch nicht die Erblast der alten Regierung, der Sie übrigens länger angehört haben als wir. Das ist doch das Ergebnis Ihrer Wirtschaftspolitik der letzten 3 Jahre. 300.000 Arbeitsplätze in der Industrie sind verloren gegangen. Sie fahren nach Brüssel morgen. Sie fahren morgen nach Brüssel als der einzige Regierungschef, der aus seinem eigenen Land berichten muss, dass das Land im 2. Jahr in der Rezession ist. Sie sind der Einzige. Alle anderen Länder in Europa haben mehr oder weniger ganz ordentliches Wachstum. Kein einziges ist das 2. Jahr in Folge in der Rezession. Sie sind es, der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, der das in Brüssel so zugestehen muss. Das liegt doch nicht an uns. Das liegt doch nicht an unserer Regierung. Im Übrigen, in 24 Jahren, der letzten 24 Jahre, waren Sie in der Regierung, Herr Scholz. Tun Sie doch nicht so, als ob Sie mit all dem, was da früher gemacht worden ist, nichts zu tun haben. Sie sind doch an ganz maßgeblicher Stelle in dieser Regierungsverantwortung gewesen. Und auf was Sie sich da im Wahlkampf vorbereiten, das ist ja nun auch in Ihrer Rede hier gerade sehr deutlich geworden. Lassen Sie mich das nur mal zur Klarstellung sagen. Natürlich haben wir in Deutschland ein Problem, dass wir zum Beispiel eine erhebliche Zunahme der Beschäftigung haben, aber keine Zunahme der geleisteten Arbeitsstunden. Die Produktivität unseres Landes, ich habe es von dieser Stelle aus vor einigen Tagen schon einmal gesagt, hat nicht zugenommen, auch nicht in der Zeit Ihrer Regierungsverantwortung. Und jetzt reden Sie über Innovation und viele neue Unternehmen. Die Tatsache ist doch, dass wir in Ihrer Regierungsverantwortung den höchsten Kapitalabfluss haben, den es jemals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in einer so kurzen Zeit gegeben hat. Dafür sind doch nicht wir verantwortlich. Das ist Ihre Verantwortung, Herr Bundeskanzler, dass es zu einem solchen massiven Kapitalabfluss aus Deutschland kommt. Das ist das tägliche, da brauchen Sie gar keine Vertrauensfrage zu stellen, das ist das tägliche Misstrauensvotum der mittelständischen Industrie gegen Sie persönlich, Herr Bundeskanzler. Das tägliche Misstrauensvotum. Und dann lassen Sie mich noch etwas zur Steuerpolitik sagen. Darüber können wir uns bei anderer Gelegenheit etwas ausführlicher unterhalten. Aber wenn Sie jetzt in Ihrer Partei nach 1,5 Tagen Beratung das Einzige, was dabei herauskommt, vortragen. Sie wollten 95% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland entlasten. Und die Reichen, das sind ja dann immer diejenigen, die Sie gerne in den Blick nehmen, die sollen das dann bezahlen. Sie haben offensichtlich übersehen, dass diejenigen, die Sie da adressieren, die mittelständischen Unternehmen sind in unserer Bundesrepublik Deutschland, die die Arbeitsplätze in diesem Lande schaffen sollen. Was ist das denn für eine Botschaft an diese Unternehmen, die Sie da aus Ihrer Partei heraus abgeben? Nein, meine Damen und Herren, wenn Sie so weitermachen, werden Sie keine Chance haben, Deutschland aus der strukturellen Wachstums- und Beschäftigungskrise herauszuführen. Im Gegenteil, das Jahr 2025 wird dann möglicherweise das 3. Jahr in der Rezession sein. Und das haben dann ebenfalls ausschließlich Sie zu verantworten und niemand anders in diesem Lande. Erlauben Sie mir, dass ich abschließend noch einige Anmerkungen zur Ukraine mache und zur Politik gegenüber der Ukraine. Wir sind uns hier über lange Strecken einig gewesen, dass wir diesem Land wirklich helfen müssen und dass wir viel tun müssen, um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zurückzuweisen. Nur wir sind jetzt im 3. Jahr dieses Krieges. Es steht der 3. harte Winter bevor. Und bei aller Solidarität, die Sie hier auch wieder zum Ausdruck gebracht haben, wir müssen doch heute offensichtlich feststellen, dass das, was wir gemacht haben, bis heute nicht reicht, um diesen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Im Gegenteil, dem Land geht es von Woche zu Woche und von Monat zu Monat schlechter. Und deswegen erlauben Sie mir, dass ich das hier mal sehr deutlich sage, und wir werden ja gleich entsprechende Reden hier hören. Aber es betrifft auch, ich gebe das zu, auch Repräsentanten meiner eigenen Partei. Die Rufe nach Frieden und nach Diplomatie sind von niemandem hier bestritten. Und wir alle wollen so schnell wie möglich, dass Frieden in der Ukraine herrscht. Nun, meine Damen und Herren, zur Erinnerung. Es hat jemanden gegeben, der vor wenigen Wochen genau das getan hat,
was diejenigen, die jetzt nach Diplomatie und Frieden rufen, wirklich praktisch erprobt hat. Das war der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, der wenige Tage, nachdem er Ratspräsident wurde, ohne Mandat, aber immerhin auf eigene Verantwortung, erst nach Kiew, dann nach Moskau und dann in die USA zu Donald Trump gefahren ist. Er hat doch, es war doch genau die Friedensmission, die wahrscheinlich Frau Wagenknecht, die Sie sich hier von der AfD und andere vorstellen. Er ist dorthin gereist, er hat es sogar genannt, seine Friedensmission 3.0. Was war das Ergebnis dieser Friedensmission? Meine Damen und Herren, das Ergebnis dieser Friedensmission war, dass wenige Tage nachdem er zurück war, Putin in Kiew ein großes Kinderkrankenhaus bombardiert hat. Das war die Antwort des russischen Despoten Wladimir Putin, der das Kinderkrankenhaus in Kiew, das größte Kinderkrankenhaus in Putin, in Kiew bombardiert hat. Meine Damen und Herren, das ist das Ergebnis von Diplomatie zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Und deswegen möchte ich Ihnen sagen, Herr Bundeskanzler, bei aller Zustimmung zu dem, was Sie hier zur Ukraine erneut gesagt haben, ich finde, es ist höchste Zeit, dass wir noch einmal ganz kritisch überprüfen, ob es uns eigentlich wirklich gelungen ist, Putin in den letzten 2,5 Jahren die Grenzen aufzuzeigen. Es ist uns erkennbar nicht gelungen. Und es wird für die Ukraine von Woche zu Woche schwieriger. Ich möchte Ihnen hier den Vorschlag machen, jetzt sehr klar und sehr deutlich an die Adresse von Putin, und ich bitte Sie, das morgen im Europäischen Rat genauso auch vorzutragen, zu sagen, dass wir nicht länger akzeptieren, dass er zivile Infrastruktur, Krankenhäuser, Kindergärten, alle zivile Infrastruktur dieses Landes wahllos bombardiert. Und wenn er das fortsetzt, in großer Übereinstimmung in Europa entschieden wird, dass die Reichweitenbegrenzung für die Waffen, die die Ukraine hat, jetzt aufgehoben wird. Herr Bundeskanzler, Sie sind auch persönlich mit dafür verantwortlich. Sie sind auch persönlich mit Ihrer Haltung dafür verantwortlich, dass die Ukraine gegen Putin mit einer Hand auf dem Rücken kämpfen muss. Das geht so nicht weiter. Und wenn Putin das nicht akzeptiert, dann muss der nächste Schritt erfolgen und ihm gesagt werden, wenn er nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu bombardieren, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper geliefert werden, um die Nachschubwege zu zerstören, die dieses Regime nutzt, um die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu beschädigen und zu bombardieren. Und wissen Sie, ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Drohungen mit dem Einsatz taktischer Nuklearwaffen im ganzen Westen auch bei Ihnen doch erhebliche Wirkung erzielen. Ich fühle mich in den letzten Wochen immer mehr und immer häufiger an ein Wort eines früheren alten französischen Philosophen erinnert, Michel de Montaigne, der einmal gesagt hat, Angst ist die Mutter aller Grausamkeiten. Herr Bundeskanzler, es wird auch Zeit, dass wir unsere Angst überwinden vor Putin, um die Grausamkeiten in der Ukraine jetzt wirklich gemeinsam zu beenden. Wenn wir es nicht schaffen, das zu tun, ja, ich sehe hier Kopfschütteln bei den Sozialdemokraten. Ich sage Ihnen nur, wenn wir es jetzt nicht schaffen, das zu tun, dann werden wir in einigen Jahren hier stehen und uns wieder den Vorwurf machen lassen, dass wir eine Lage falsch eingeschätzt haben. Wir haben sie 2014 falsch eingeschätzt. Wir dürfen sie 2024 nicht noch einmal falsch einschätzen. Wenn wir das tun, machen wir uns gemeinsam vor der Geschichte unglaubwürdig, und wir werden einen hohen Preis dafür bezahlen, wenn wir jetzt nicht in aller Klarheit und mit großem Nachdruck dafür sorgen, dass dieser Krieg in der Ukraine beendet wird. Und das geht nicht mit Angst, sondern das geht nur mit Entschlossenheit und mit gemeinsamem Vorgehen der Europäischen Union und der NATO-Partner im normativen Westen, nicht im geografischen, sondern im normativen Westen,
der Region der Welt, in der wir das große Glück haben, in Frieden und in Freiheit zu leben. Herzlichen Dank, meine Kolleginnen und Kollegen.